Plage, die viele tausend Deutsche fast in den Wahnsinn treibt. Die Käfer sind da. Zu Millionen und zu Abermillionen. Kaum lässt man die Haus- oder Balkontüren Moment offen, da krabbeln sie schon munter in unsere Wohnungen. In Luckau im Kreis Lüchow-Dannenberg ist es sogar eine regelrechte Invasion. Massen von Kartoffelkäfern kriechen von den Äckern in die Häuser. Seit Tagen schon. Planetopia aktuell über Insektenexplosionen und warum es im nächsten Jahr noch unangenehmer werden kann. Ein kleines Dorf in Niedersachsen, Zentrum einer unheimlichen Invasion. Millionen von Kartoffelkäfern verlassen die Felder und wandern auf der Suche nach Nahrung zu den angrenzenden Häusern. Aber das ist ja eine Invasion, ist das ja. Das ist ja wie ein kleiner Krieg. Der schlecht schmeckende Käfer kommt bei Vögeln und Mäusen nicht an. Das aus Amerika eingeschleppte Insekt hat hier keine Feinde. Die knabbern alles an. Es sind noch kein grüner Stängel. Zigtausende sind noch das. Und warum gehen die nicht da unten runter? Kommen nur zu den Häusern hier. Das ist das Eigenartige. Ja. Und keiner kann was dran machen. Die Erklärung ist ganz einfach. Die Lieblingsspeise des Kartoffelkäfers ist das Kartoffelkraut. Da die Tiere in solchen Massen geschlüpft sind, war das Feld schnell kahl gefressen. Jetzt sind sie auf Futtersuche nach anderen Nachtschattengewächsen. Die Gerüche von Tomaten und Paprika aus den Gemüsegärten locken sie in die Nähe des Menschen. Wie ferngesteuert wandern so Millionen von Kartoffelkäfern zu den Häusern. Seit Ausbruch der Käferinvasion Mitte September geht Anwohner Friedhelm Schulz in die Offensive und klügelt immer raffiniertere Killermaschinen aus. Die große Eingangsfalle, sein erfolgreichstes Modell. Die Fangquote kann er mittlerweile in Kilos messen und 50 bis 60 pro Woche kommen schon zusammen. Also 5 Eimer haben wir bis heute gesammelt, von Montag an. Und da sind ungefähr 12 Liter in jedem Eimer drin an Kartoffelkäfer. Eine Kartoffelkäferinvasion wie in den Nachkriegsjahren. Damals gab es für jeden toten Käfer ein paar Pfennige. Die 83-jährige Schwiegermutter hat diese Zeit noch miterlebt. Doch dass es wieder so schlimm kommen könnte, hat sie nicht erwartet. Ich habe ja heute ganze Morgen schon gefegt. Ne? Ja. Was soll man machen? Ne? Hier kommt es anzulaufen, sehen Sie? Wir können kein Fenster aufmachen, gar nichts, ne? Keine frische Luft. Durch kleine Krallen an den Füßen können die Käfer problemlos Steilwände, sogar Glasflächen erklimmen. Auch Insektenkundler wie Dr. Marc Bienecke pilgern zu dem Käferphänomen von Luckau und sind sprachlos. Auf einer Pflanze entdeckt der Wissenschaftler mehr als 80 Tiere, normal wären 8 bis 10. Der Grund für diese Invasion könnte der extrem heiße Sommer sein. Pro Jahr schaffen es sonst etwa 2 Generationen von Kartoffelkäfern zu schlüpfen und wieder Eier zu legen. Dieses Jahr waren es 3. Aber nicht nur Kartoffelkäfer wurden vielerorts zur Plage, auch andere Insektenarten vermehrten sich rasant. Regional gab es ganz komische Tierexplosionen. Zum Beispiel in Brandenburg gab es unheimlich viele Wespen dieses Jahr. Und in Nordrhein-Westfalen hatten wir sehr, sehr viele Aaskäfer, die die ganzen Maden gefressen haben. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise gewinnen die Maden. Und hier haben wir jetzt halt sehr, sehr viele Kartoffelkäfer. Also ich würde schon mal darauf tippen, dass das wegen des heißen Sommers irgendwelche besonders guten Fortpflanzungs- und Lebensbedingungen für die Tiere waren. Massenhaftes Auftreten. Bei manchen Fliegenarten überlebenswichtig. Denn sie haben nur eine Nacht, in der sich ihr ganzes Fliegenleben abspielen muss. Paaren, Eier legen und sterben. Nur in der Masse findet sich so schnell ein passender Partner. Abhängig von Temperatur und Licht schlüpfen alle exakt zur gleichen Zeit. In der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft hat man sich auf Massenphänomene anderer Art spezialisiert. Insekten, die sich zu Tausenden in Vorratskammern einnisten und dadurch ganze Ernten vernichten können. Getreide, Reis und Hülsenfrüchte sind ihre Hauptnahrung. Einige Arten, wie der Kornkäfer oder der Speisebohnenkäfer, gehen dabei sehr raffiniert vor. Sie sind für ungeübte Augen zunächst unsichtbar.
Das Weibchen bohrt ein kleines Loch in das Korn hinein, legt dann das Ei dort hinein und verschließt dieses Loch wieder, sodass man also von außen überhaupt gar nicht erkennen kann, dass der Käfer in dem Korn drin frisst. Und dann fängt eben der Käfer an, die kleine Larve, nachdem sie geschlüpft ist, dieses Korn von innen auszuhöhlen. Dann wird das eben mit gemahlen. Also jeder hat von uns schon ein bisschen was vom Kornkäfer gegessen, muss man jetzt ekligerweise sagen. Die Wissenschaftler arbeiten an einer Art Fraßdetektor. Ein empfindliches Mikrofon, das die Fressgeräusche der Larven überträgt und die unsichtbaren Tierchen zumindest hörbar macht. Auch Maikäfer treten in manchen Regionen in Massen auf. Die Larven der Käfer fressen Baumwurzeln und leben etwa 4 Jahre unter der Erde, bis sie dann im Frühjahr fast zeitgleich als Käfer aus der Erde krabbeln. Sie fressen ganze Obstplantagen, Weinberge und Baumschulen kahl. Diese Schädlinge kann man biologisch bekämpfen und einsammeln oder großflächig Insektizide einsetzen. Aber Chemie im Vorratslager? Undenkbar. Deshalb arbeiten die Wissenschaftler an einer biologischen Methode: Hitze. Sind die Insekten länger als 24 Stunden einer konstanten Temperatur von 46 Grad ausgesetzt, sterben nicht nur erwachsene Tiere, sondern auch Eier und Larven. Eine Methode, die in Vorratslagern per Heizstrahler hervorragend funktioniert, aber nicht draußen auf den Feldern, der Heimat des Kartoffelkäfers. Ein einziges Weibchen kann in einem Sommer über 2000 Eier legen. Zwar zählen Kartoffelkäfer zu den Kannibalen und fressen auch mal die eigenen Larven, doch jede dritte beißt sich bis zu einem stattlichen Käfer durch. Wenn der Winter kommt, graben sich Kartoffelkäfer tief in den Boden ein, manchmal bis zu 1 Meter. Dort kann ihn dann nur noch strenger Frost über mehrere Tage töten. Also wenn wir einen milden und auch relativ trockenen Winter haben, dann würden die Kartoffelkäfer, die ja als erwachsene Tiere im Boden überleben, in relativ hohem Prozentsatz überleben und damit natürlich eine gute Ausgangsposition für die Eiablage im nächsten Frühjahr haben. Schlechte Nachrichten für Luckau. Auch im nächsten Jahr könnten die Krabbeltiere wieder über die Dorfstraße flanieren, wieder hungrig. Denn auf dem Feld nebenan wird der Bauer dann garantiert Korn oder Mais anbauen. Und diese Kost schmeckt den Käfern gar nicht. Bleiben wieder nur die Gärten und Häuser der Anwohner, die bis dahin wahrscheinlich noch raffiniertere Käferfallen konstruiert haben. Zwischenzeitlich profitiert die Gemeinde vom florierenden Käfertourismus, der auf seine Weise zur biologischen Bekämpfung der Plage beiträgt. Tja, dazu fällt mir ein, Not macht erfinderisch. Wir drücken die Daumen, dass der Spuk bald vorbei ist, aber spätestens mit den ersten kalten Tagen, dann ist es ja sowieso soweit. Die Käfer, die verschwinden dann wieder ganz von selbst. Ganz von selbst kommt die Lösung bei unserem nächsten Thema ganz bestimmt nicht. Sie hatten sich so sehr auf ihr Baby gefreut, aber jetzt ist alles anders. Statt süß zu schlummern oder alle mit einem zahnlosen Lächeln zu verzaubern, da schreit der kleine Wurm ununterbrochen Tag und Nacht. Dabei haben die Eltern meist schon wirklich alles versucht, ihren Liebling endlich zu beruhigen. Aber bei manchen Babys, da hilft einfach überhaupt nichts mehr. Sie plärren und rauben den Eltern den letzten Nerv. Aber woran liegt das? Sind diese Kinder einfach anders? Oder hängt es vielleicht mit der Geburt zusammen? Fest steht, jedes vierte Baby ist ein sogenanntes Schreikind. Planetopia Medizin über Neugeborene, die einfach nicht aufhören wollen zu brüllen.